Ich brauche einfach einen zweiten Part Bowser-Athlon. Willkommen zurück, Freunde. Im letzten Part habe ich gesehen, wie das funktioniert. Ich musste erstmal Offline-Training absolvieren. Das steckte damit drin. Und in meiner ersten Online-Runde habe ich Platz 8 von 20 belegt. Das geht besser. Heute spiele ich als Spike, weil es ist ja der Bowser-Athlon. Das heißt, als Bowser-Scherge habe ich Heimvorteil. Habe ich bessere Karten. Außerdem hat Spike ein schönes Artwork, das ich auf Thumbnail packen möchte. Neue Minispiele. Let's go. Blöckebrecher. Da habe ich aber schon ein bisschen was davon gesehen. Das ist wie Breakout. Oder Beatball. Und wer mein Let's Play zu Beatball kennt, da nannte sich das Demolition Ball. Also hier ist es so, jeder zerstörte Block ist eine Münze. Oh, bin ich hohl. Aber die weiteren Koopas. Oh, was? Warum ist denn der so unpräzise? Das steuert sich anders, als ich mir das denke. Ah, die brauchen noch mehrere. So, und der rote Paracoopa ist auch ein zweiter Ball, ne? Aber der rote Panzer, der geht durch die Blöcke hindurch. So viel weiß ich, so viel ist mir bekannt. Und ihr seht, was der für einen Schaden anrichtet. Natürlich habe ich ihn deswegen auch direkt verloren. Ne, das habe ich ein bisschen bei den Backseat Boys gesehen, die das gespielt haben. Und da wusste ich direkt, ne, die Profi-Taktiken bei dem hier. Und ich bin einfach auch ein Freund dieses Spielgenres, ne? Ich meine, es ist altbacken, ja. So gibt's nur Platz 7. Schade. Aber da kann man richtig abräumen. Julian 192 ist vorne. Ist auch schon in der zweiten Runde, der Bowser Junior. Der hat wohl was richtig gemacht. Flug ins Münzglück. Das kennen wir aus dem letzten Part. Noch ein bisschen. Ich habe ein ungenutztes Item. Oder habe ich den Blooper noch übrig? Habe ich gar nicht gemerkt, ne? Krieg die Peach jetzt. Ich will auch hier die Münzen unten haben. Hier ein bisschen Peilung und die Sache passt. Also hier hatte ich eigentlich nicht schlecht abgeschnitten, auch bereits im letzten Part. Das ist mit Donkey Kong-Erfahrung kannst du hier ein bisschen. Ist wirklich so, ne? Also das Peilen der Kanone ist jetzt dahergesagt, aber es erinnert wirklich an so manche Bonus-Level aus Country. Returns vor allen Dingen. Okay, ich bin direkt oben drin. Ich nehme das als Segen. Ich glaube, das ist gut. Unten geht auch wieder die Luzi ab. Ich bleib mal direkt oben. Nee, ich lass mich runterfallen. Dann fall ich nämlich direkt irgendwo hin. Ja, die kann man ja gar nicht gut einsammeln. Okay, jetzt also zum Ende hin. Zum Ende hin reingeschissen. Platz 4, wie ich sehe. Oder? Jetzt 5. Wurde ich noch auf dem letzten Meter überholt. Aber Gesamtwertung Platz 4. Ich habe es auch schon mal gesagt, du musst zwingend diese Bowser-Minispiele gewinnen. Oder darfst nicht ausscheiden. Was haben wir denn als drittes? Kleidergoldrausch. Auch das noch nicht. Ach doch, im Wartescreen hatten wir das mal. Also ich gehe mal auf Max Speed, alles andere ist für Luschen. Ich kenn's gar nicht. Also ich würde noch zwei Gänge drauflegen. Sag ich dir, wie es ist? Vin Diesel wäre stolz auf mich. Hier sehe ich auch noch keine Schwierigkeit tatsächlich. Gotta go fast! Ah, jetzt habe ich da gar nichts bekommen. Na gut. Ich habe jetzt doppelten Bonus. Ich will, dass erstmal keine Münzen mehr kommen in dem Zeitpunkt. Mhm. Boah, wenn man richtig krass ist, könnte man das noch abschätzen, ne? Wenn der Doppelbonus kommt. Oder extra langsamer werden für den Moment. Das Item war jetzt so gut platziert. Das ist vielleicht gar nicht das Schlauste. Es ist scheinbar gar nicht das Schlauste, permanent durchzuspeeden. Platz 3.
Ich bin tatsächlich noch ein Stück weit im Titelrennen. Also die Bowser-Minispiele, die muss ich packen, wenn ich wirklich mal Erster werden möchte. Hier kommt Bowser! Ah, wenn ich das Breakout am Anfang mit dem roten Panzer gehabt hätte. Halte durch und du gewinnst da noch ein Item. Komm da oben drauf. Du wirst nicht nur nicht bestraft, sondern sogar belohnt. Eisenkugel-Karambolage. Aber das habe ich noch nie gespielt. Ich habe bisher eh nur 2, 3 Bowser-Minispiele gesehen, ne? Von dem Trug-Bowser. So, da sind sie alle. Könnt ihr euch das vorstellen? So viele Mitspieler auf einmal. Boah. Ich meine, für Nintendo-Verhältnisse. Ich kann nicht springen, ich kann nicht schlagen, ich kann nur laufen. Okay, da fallen Kugeln runter, aber die sind im Schatten. Aber die können mich ein bisschen drücken hier. Ich bin ganz vorne und das war scheinbar keine schlaue Entscheidung. Habt ihr das gesehen? Aber wenn es weniger werden, weniger Spieler, dann habe ich doch mehr Platz für mich selber, oder? Da fallen einige hinten runter. Ich habe überlebt. Als einer von 5 mit Hannes, Julian, Beef, G und Riz. Interessant. Geschafft. Mein Wille geschehe. Ja, mehr Münzen, da sage ich nicht nein, ne? Boah, guck mal die alle. Boah, boah, boah. Ich bin jetzt einen Platz hochgeklettert. Hurra! Was denn da nur zu sagen? Aber die Besten, Julian und Hannes, ne? Ja, ich glaube, die haben schon ein bisschen was auf der hohen Kante an Erfahrung. Blöckebrecher, Schwierigkeit 2. Wollen wir doch mal sehen. Wir wollen also... Guck mal, das ist jetzt aber auch ein anderes, ne? Wir haben jetzt nicht mehr die harten Blöcke auf der linken Seite. Der rote Panzer ist das Ziel. Naja, so präzise. Gibt auch auf dem Gameboy so einen Teil davon. Solar. Nee, das war was anderes. Wie heißt denn das auf dem. Runde 3. Ja, konzentriert man sich am besten nur noch auf den roten. Ich sehe es kaum. Das sind so viele Münzeinblendungen, dass ich nicht mehr sehe, was da geschieht. Let's go. Wie hieß denn das? Alleyway. Alleyway. Zum Launch des Game Boy 1989 mit Mario Land. Das hat auch. Aber das Original ist Breakout. Weiter streiten sich auch die Geister, ne? Welches echte Original ist. Zeit abgelaufen. Arkanoid ist ein Klon von Breakout, okay? Das würde ich auch nur dazu sagen. Platz 4, aber der erste hat richtig abgeräumt. Was zur Hölle? Das ist der Buhu. Guck mal, vielleicht schaffe ich aufs Treppchen. Das wäre vielleicht. Das wäre doch mal ein Ziel, ne? Aufs Treppchen. Ne? So, jetzt ein bisschen konzentrierter das bewerkstelligen. Bereit? Ah, ich vergesse immer die Items einzusetzen, ne? Oder was? Guck mal, ich geh mal direkt hoch hier. Keine Ausreden mehr. Andererseits, das bringt mir halt nichts hier. Ja, das Item will ich, denke ich mal. Heldtrug-Bowser. Steht das nicht auf dieser Stage oder die Qualifikation? Was heißt denn das? Oder ist das ein besonders starkes Item? Oder? Aber du willst jetzt. Ich habe auch. Jetzt habe ich Trug-Bowser. Okay, der hat einem richtig eingeheizt. Warte, alle einsammeln schaffe ich eh nicht. Geh nach links. Da ist eine Menge. Zeit abgelaufen. Okay, naja. Zweiter? Erster? Ich bin der Beste in diesem Run gewesen. Verrückt. Warte mal, wie viel Abstand habe ich denn? Der
erste ist weit vor mir und der dritte ist ein Stück hinter mir. Der dritte ist mir aber näher als der erste. Bereit? Tja, schneller, langsamer. Also eben konnte ich sogar... Okay, ich verstehe schon. Eben konnte ich locker auf der höchsten Geschwindigkeit alles einsammeln. Das wird jetzt... Ich wollte nur wissen, wie es geht. Welchen Knopf. Wie kann man das Item dodgen? Das war... Kamek? Tolle Wurst. Uiuiui. Was mich das auch erinnert. Sonic 2 Special Stage, ne? Vielen Dank. Wäre doch nicht nötig gewesen. Zeit abgelaufen. Na ja. Uff. Das geht also viel besser. Schade, Marmelade. Platz 3. Und immer noch so ein Julian Riss vorne. Hannes hat ein bisschen eingebüßt. Hier kommt Bowser. Aber stell dir mal vor, ich gewinne beide Bowser-Spiele. Was wird denn dann? Das ist halt alles entscheidend, ne? Ah ja. Gut. Wollen wir nochmal sehen. Ich weiß ja jetzt, welcher Kragenweite mich da erwartet. Bereit? Wähle keine Bomben. Vor allem hier hat man auch eine 66% Chance, dass man richtig liegt, auch wenn man überhaupt nicht hinguckt. Die Mitte ist ungefährlich. Lea ist raus. Okay. Tschüss, Lea. Ich finde, man sollte noch mehr... Man sollte bestraft werden, je nachdem, wie gut man im Spiel abschneidet. Wenn du hier in der ersten Runde abkackst, das ist ja nicht so schlimm wie in der letzten. Oh, oh, am Ende habe ich noch bin ich verwirrt gewesen. Ich meine, die in der Mitte ist jetzt links. Klar. Aber jetzt kommt's. Jetzt ist es halt, ne? Meine Augen sind gespitzt. Geblinzelt wird nicht. Die da wollen wir. Bin jetzt schon unsicher. Also am Anfang war schon was. Ich würde sagen, die Mitte ist es. Ist aber auch gut, dass man erst sieht, wo die Leute hinlaufen, wenn sich alle entschieden haben. Ich sag, die Mitte ist es. Was zur Hölle, Mann? Wie kann man sich so täuschen? Das ist wirklich ein Hütchenspieler, der betrügt, oder? Ende! Als würdest du irgendwie in Serbien an so einem Stand vorbeigehen und der mit Kippe im Maul würde sagen so, guckst du mal, ey. Hier, wie in Voll Normal mit Tom Gerhardt. Kommando auf! Kommandoplatz. Tja, das ist natürlich bitter, aber immerhin haben nicht sehr viele die. Haben es nicht sehr viele geschafft. Der John, der freut sich richtig, der Ninji. Der spammt sein Hurra raus. Das ist alles entscheidend. Ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll, dass das, naja, so viel entscheidet am Ende des Tages. Ja. Naja, was soll's. Kostet ein paar Sekunden. Oh, und der Rote ist weg, ne? Was willst du da machen? Nix. Weinen. Man ist ja richtig motiviert, was das angeht, weil
Man denkt sich immer so, das geht besser, ne? Man macht in diesem Modus... Achso, ich dachte, das soll ich haben. Macht in diesem Modus so viele Fehler, dass man sich denkt, das kann man noch besser, ne? Das kann man besser. Hier vielleicht... Oh, der Rote ist wieder da. Sag das doch... Sag das doch vorher. Jetzt bringt es mir auch nichts mehr. Huff. Das war ja mal gar nichts. Aber das Spiel gefällt mir. Das hätte ich gerne nochmal. Oh, ich meine das Schlechteste. Die anderen sind schon im Ziel. Meinst du es wirklich im Ernst, dass ich auf Platz 11 abgestiegen bin? Ich war auf dem Treppchen. Wir machen diesen Part noch einen Durchlauf. Naja, jetzt werde ich... Das ist mein Spiel. Ne? Warum auch immer ich da gut abschneide, obwohl ich mich super... Also ich mir denke so, oh mein Gott, du bist schlecht, Marius. Kleine Lex drin. Oh nein. Ein Item, naja. Bonnie im Ziel, Platz 5. Bonnie! Shit. Was mache ich hier eigentlich? Basti! Beef, steht ja. Na, da komme ich auch mal langsam. Supporte hier. 30 Felder, doch so viele. Also sogar schlechter als meine Runde im letzten Part. Aber warum auf einmal? Bedauerlich. Ja, guckt euch diesen Absturz an. Ich war schon mal auf Platz 2. Müssen wir nochmal. Auf geht's, Attacke. Der Part schafft noch ein Rennen. Danke für nix. Erneut Spiel. Macht aber Spaß. Das ist ein guter Modus. Da kann ich mir vorstellen. Es sind aber komplett zugeschnittene Spiele, logischerweise. Sie grenzen sich komplett von den anderen ab. Wie würdet ihr das denn sagen? Wie viel spielt ihr das, wenn ihr das Game habt? Ist das euer absoluter Lieblingsmodus? Oder sagst du so, oh nee, ne, gefällt mir gar nicht, gibt mir nichts. Ich mag es einfach, den Online-Vergleich mit anderen Leuten, ne, um mich zu profilieren, was ich für ein geiler Hengst bin. Ja, aber auch das könnte sich ändern, wenn das Spiel länger raus ist, ne? Dann werden irgendwann... Ich weiß nicht, irgendwann sind dann nur noch die Kinder da? Weil jetzt spielen ja so viele Nintendo-Experten, ne? Würde ich es mal bezeichnen. So wie du und ich. Ja? Wir kennen uns ja aus mit Big N. Ja? Und viele Suchtpilze spielen das erstmal. Werden mit der Zeit einfach nur Super Bros das ganze spielen? Oder halt auch kleine Kinder? Weil die casual kleinen Kinder, die kriegen das vielleicht, die wünschen es vielleicht an Weihnachten, aber haben das jetzt nicht an Tag 1 oder an Woche 1, wisst ihr, wie ich meine? War schon Woche 2, aber, ja. Okay, neue Spiele? Ne, eins nur, das erste ist neu. Stupsabräumer. Bereit? Stupse Sachen runter. Seitlich bewegen, stupsen. Hä? Ich stupse. Was ist seitlich bewegen? Was? Achso. Aha. Was ist das denn für ein Spiel? Voll abgeräumt. Lol. Ein bisschen, ich sag mal, Bowling-Kegel-Charakter. Mal anders. Ich behaupte, das konnte man nicht sofort mit einem Mal runterstoßen, oder? Witzig, aber das macht doch nicht so viel Unterschied, oder? Wie kann jetzt einer viel besser oder viel schlechter sein als der andere? Nimm den Yoshi. Gewinne ich das auch alles? Also, die Preise, die ich da sehe, kann ich mir nach Hause nehmen. Sehr wichtig. Ist aber gut, dass die Physik hier so funktioniert, wie sie soll, ne? Das halte ich für eine wichtige Angelegenheit.
Tja, das will ich jetzt im Real Life aufgebaut haben. Klare Sache. Platz 3? Nö. Ich weiß nicht, warum da rechts immer Dritter steht, aber... In dem Falle. Aber insgesamt bin ich Platz 3. Ich verstehe das nicht, warum. Ach so, weil mehrere Platz 3 sind. Das macht Sinn. Ach, ich weiß auch nicht. Ich bin Dritter auf jeden Fall. Robo-Malwurf, komm, ich bin top motiviert. Ich werde den normalen auch nur einen Schlag verpassen. Ich dachte halt, ich kann die mehrmals treffen, um mehr Münzen rauszuholen. Das ist... Quatsch, beziehungsweise nicht auf die normalen zutreffend. Auch da geht's um Reflexe. Wie ein überfahrenes Eichhörnchen. Dass man die hat. Oder auch nicht. Aha. Ja, mich jetzt. Das war eine gute Bestrafung, ne? Das ist auf jeden Fall Tatsache. Was mit den Items, die man abbekommt, fair ist, weiß ich auch nicht. Ob es vielleicht Spieler gibt, die gar keine Items abbekommen. Also die werden schon so ausbalancen, wie es nur geht. Aber... Weiß ich halt trotzdem nicht. Kann ich nicht sagen. Ne? Kann ich nicht abschätzen. Runde 2. Zeit abgelaufen. Ah, ist als ob nicht. Da steht, ich bin Zweiter. Und so ist es. So, Erfan ist auf dem ersten Platz. Mit weitem Abstand vor allen anderen. Das heißt, Erfan, den Wario, können wir nur einholen, wenn er bei Bowser reinscheißt. Ja, das kann ich ja jetzt ein bisschen. Aber trotzdem fühle ich mich da auch noch so imperfekt. Das ist der Wahnsinn. Probieren wir es doch einfach. Was haben wir denn als erstes? Das war Fail. Dann müsste ich mir mal hinter die Löffel schreiben. Okay. Das ist auch nicht so genau. Bruder. Einzelnen habe ich auch nicht, ne? Hier. Kann man auch die Reihen so machen? Ja. Good to know. Gut zu wissen, was man trinkt. Das war nicht schlau. Da ist ja auch so ein Effekt heraus. Ja, mein Gott, passabel. Passabel. Da steht, ich bin Zweiter. Hm, in dem Minispiel bin ich Dritter. Hm, der Abstand zu Wario ist riesig. Also ich glaube, selbst wenn der mich... Selbst wenn der Bowser verlieren würde, was ich mir nicht mehr zutraue... Ja, selbst dann vorne. Ja, das Spiel habe ich gewonnen. Das ist gut. Für mich scheint es das Schlauste zu sein, nach vorne zu brechen. Hoffentlich nicht in plötzlich auftauchende Lava-Löcher zu fallen, ja. Weil hinten raus wird es unangenehm, habe ich das Gefühl. Da sind die dann gestorben wie die Fliegen. Mich zumindest in der ersten Reihe stehen. Erfan geht über die Seiten. Das ist natürlich super clever. Er ist tot! Erfan ist gestorben! Ey, ich bin Zweiter. Ich muss am Leben bleiben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das... Was?! Oh nein. Diese... Ich habe die Kugel gesehen... Und habe auch den Schatten, habe ich gedodged. Aber die hat... GG, Helen. Mann, das hilft mir aber nicht. Auf welchem Platz ist Helen denn eigentlich? Sehr weit hinten, wie es aussieht.
GG, Alan. Toll gemacht. Toll gemacht. Ach Mann. Oh Mann, ich wusste nicht, dass er so viele Blöcke wegnimmt. Ein Item? Ich bitte dich. Ich bitte dich. Hä, da zählt, da war doch noch was übrig. Ja, das war nicht mittig, das habe ich gemerkt. Einzelne Blöcke sind da natürlich unangenehm. Da sehe ich gar nicht, wo meine Stupsehand ist. Ne? Mach du. Mach alles gut. Runter damit. Abgeräumt, wunderbar. Luigi weg. Zeit abgelaufen. Okay. Fünfter. Drücken Sie mir auf die Pelle? Man weiß es nicht. Mich trotzdem relativ schwer zu erkennen, ne? Weil das über mehrere Runden geht. Aber mal eine andere Frage. Gibt's nur diese eine Map? Gibt's nur diese Stadt? Wäre nicht schlimm. Aber so zwei, drei Strecken, nicht nur die Stadt zu haben. Wobei, da achtet man halt relativ wenig drauf. Ja, die rote Münze sieht ein bisschen wie ein Bob-Omb aus, ne? Tatsächlich. Aha. Ja, das musste ja passieren. Einmal ist wahrscheinlich auch kein Weltuntergang. Das mit Bowser ärgert mich, weil ich gesehen habe, dass der Erstplatzierte auch noch abgekackt hat. Wo ich den so... ich fand, der hat sich bestimmt auch gefreut, dass kein Verfolger das ausnutzen konnte. Runde 4. Zeit abgelaufen. Mhm. Warum da am Ende noch so viele Münzen kamen, aber ich bin Platz 2. Was ist mit Calderon los? Was hat Calderon gemacht? Hä, wie konnte der so viele Münzen haben? Also wirklich 50 mehr als ich? Da muss es ja auch wirklich einfach random sein. Damit hat er mich überholt auf dem Spielbrett. Das ist natürlich super nervig. Attacke. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Bereit. In dieselbe Reihe zu packen, war natürlich auch dämlich. Und die Bomben machen natürlich ordentlich Bums. Soll ich jetzt diese Reihe? Schaffe ich so nicht. Nerv mich nicht. Oh Mann, ey. Das krieg ich natürlich niemals gefüllt. Ja. Mich nervt das. Jedes Minispiel denke ich mir, das kannst du besser, Markus. Also die Gesamtstatistik zeigt mir, ich bin jetzt nicht der schlechteste Gamer aller Zeiten. Aber ich denke mir, da ist noch so viel Luft nach oben. Das kann man perfektionieren, wenn man sich jetzt erstmal hinsetzt und das suchtet. Das wird laufen. Irgendwann mit Übung und mit Routine passt das richtig gut.
Okay, was darf's sein? Klettern. Das war wirklich eine Geduldsprobe. Das Klettern? Da hätte ich gesagt... Moos. Mit ein bisschen ruhigen... Herangehen. Guck mal, von links nach rechts die Besten bis zu den Schlechtesten, by the way. Platz 1, Platz 2 und ich bin auf dem dritten von links, also ich bin Platz 2. Finde ich auch witzig. Hochklettern, runterklettern. Aber noch mit Buttonmashing. Kann das nicht einfach mit... Oh, er hat schon wieder verloren. Ich auch. Ich scheiße, Mann! Und Calderon auch. Ja, stimmt, ich hätte noch runterrutschen können. Aber die Top-Spieler versagen einfach kollektiv. Da hat's doch keiner verdient. Ne? Keiner konnte den Fehler der anderen ausnutzen. Was ist das denn? Wie ein Bundesliga-Spieltag, wo alle Konkurrenten verlieren und du hast die Chance, mit 3 Punkten vorbeizuziehen, aber du versagst genauso. Es nervt brutal. Also, auf welche Plätze hatten das Auswirkungen gehabt? Ja, auch wieder nicht relevant. Calderon freut sich wieder, obwohl er verloren hat. Dass alle reinscheißen. Dabei hat er auch reingeschossen. Weg damit! Stups dich! Passt. Noch das. Wollen wir nicht mehr sehen. Was auch immer. Aber könnte ich den ganzen Tag spielen, den Modus? Sag ich, wie es ist. Da müsste es dann mehr Spiele geben. Den ganzen Tag zu spielen, müsste es mehr Spiele geben. Aber dann schon, also von der Idee... Mag ich den Bowser Athlon. Und die kriege ich nicht mehr, oder warum? Warum Gnade vor Recht hier? Alter. Zeit abgelaufen. Die habe ich jetzt so spät bekommen. Aha, aber so kriegt man bestimmt viel mehr Points. Bin noch nicht im Ziel. Schande. Platz 1 und 2 sind schon fertig. Bin also der Beste, der noch im Rennen ist, aber mit Abstand. Ich will also mein Treppchenplatz verteidigen. Mit einer letzten Robo-Maulwurf-Randale. Ja, und da jetzt 2 Parts so gemacht zu haben, fühlt sich für mich unglaublich unbefriedigend an, sag ich, wie es ist. Da will man eigentlich mehr. Da will man mehr. Aber ja, tatsächlich ist das hier ein Spiel, das eigentlich für den Stream geeignet wäre. Aber das habe ich bei Mario Party Superstars auch gesagt und habe es dann, ich glaube, einmal gestreamt nur. Okay, guck mal, hier macht es viel mehr Spaß, das Spiel, mit so vielen... Okay, da war fast gar nicht drin. Ich bin da. Bin ich denn Dritter? Ja? Na, immerhin sehen wir uns auf dem Treppchen. Das ist doch mal schon mal ein Teilerfolg. Hätte ich nicht... Ich hätte gewonnen, wenn ich nicht... Wenn ich Bowser... ein Bowser-Spiel überlebt hätte, hätte ich gewonnen. Überlegt euch das mal. Und da muss man dran arbeiten, da sehen Verbesserungspotenzial, ansonsten würde ich sagen, gar keine schlechte Leistung. Nee, da bin ich nicht unzufrieden mit mir. Schreibt eure Meinung zum Bowser Athlon in die Kommentare, werden das nächste Mal überlegen, welchen Modus wir uns dann angucken. Ich könnte hier 10 Parts zu machen, hätte ich gar kein Problem damit. Aber für das Let's Play sollen 2 auf jeden Fall erstmal gereicht haben. Ich werde ganz am Ende nochmal gucken, ob wir hier und da noch ein bisschen was reinpacken, weiß ich noch nicht. Danke fürs Anschauen. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Das war Spike. Er hat sein Bestes gegeben. Schaut ihn euch an. Er ist auch nicht einfach. Ne? Diese Körperstatur ist unvorteilhaft.
Keine Beine, keine Arme. Er ist geplagt, ne? Er ist geplagt. Freunde, so wie ich. Also, bis dann und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst das doch bitte nicht. Seid doch mal nicht so Däumchen, ne? Alles klar, bis dann und ciao.